Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Kühni mit Problemen in den Endpost von Robby Figre. Genau darauf haben natürlich die Klotner gewartet. Ein kleiner Fehler hinter dem Tor. Dann stimmt die Zuordnung nicht mehr und Robin Figre ist am richtigen Ort. Noch einmal zu sehen. Kühni da wird vom Marsch überrascht. Der ist nicht überrascht, dass Figre vor dem Tor steht. Spielt ihn an und es steht 1:0 für Klotner. Spannring aus dem Rechtsaußendrehung. Das sah komplett ungefährlich aus, aber Spannring Richtung Tor und war es noch Petri, der die Scheibe abgelenkt hat. Ich sah da nur noch in Spannring aus der Drehung. Schuss. Hier noch einmal zu sehen. Spannring. Nein, das war Spannring. Da war keiner mehr dran. Auch Petri nicht. Thurkirchen hat da nichts gesehen. Thurkirchen unten und dann rutscht ihm da die Scheibe durch. Höchst unglücklich. Also, dann Dierungs versucht auch mal wieder für Gefahr zu sorgen. Und dann die Scheibe im Tor. Tatsächlich. Jonathan Ego kam die Scheibe her. Ich sah bereits einen Unterbruch. Aber Jonathan Ego bringt dann HC Thurgau in der 56. Minute in Führung. Schon wieder ein kurioses Tor in dieser Partie. Schon wieder ein wenig aus einer Situation, der ich gar nichts hergab. Und Thurkirchen, der hier erneut nicht besonders glückhaft ausschaut. Hier Thurkirchen, völlig auf der falschen Seite und Eng, der die Gunst der Stunde nutzt. Der Rums mit einem Hammer, alle schauen da von Thurkirchens Sicht aus nach links, aber da war keine Scheibe. Die war auf der rechten Seite. Gastteam, hier yeah. Marschau, fein, noch einmal Marschau, Ausgleich. Und ich habe gesagt, wenn eine Linie hier einen Unterschied ausmachen wird oder könnte beim HC Klotner, dann wird es die sein mit Figre, Fay und Marchand. So ist es auch. Marchand trifft hier wieder zum Ausgleich. Das ging dann etwas gar einfach. Schön kombiniert die Thurgauer nach der überraschenden Führung. Nach diesem überraschenden Tor, muss man sagen. Hier dann völlig entblößt in der eigenen Defensive. Und der Ausgleich erfolgt somit nur nach wenigen Sekunden. Aber ein Fehlentscheid war es nicht. Rundquist. Eng. Eng! Und Thurgau verlängert tatsächlich die Serie. Jonathan Eng, Doppeltorschütze heute. Die Serie geht weiter. Thurgau meldet sich zurück. Wieder in der Verlängerung. In der 75. Minute in diesem Fall. Und dieses Mal ist es das Powerplay und nicht eben die Unterzahlsituation. Noch einmal zu sehen, Jonathan Eng zieht ab und dann zwischen den Beinen durch von Zürich und wieder schaut er nicht glücklich aus. Der Torhüter, der Klotner, Sandro Thurkirchen. Und somit beide Serien, also es ist jetzt wirklich eine Überraschung. Beide Serien gehen weiter, sowohl die Serie zwischen Olden und Schottfurt, wie auch die zwischen Klotner und Thurgau. Wir haben zweimal ein Spiel 6. Schottfurt will nicht, Thurgau will nicht, und zwar in Urlaub fahren.